Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es um das Thema Boxgeneratoren gehen. Wie der Name schon sagt, generieren sie Boxen. Aber was meine ich damit überhaupt? Na ganz einfach. Mit dem Lasercutter können wir Platten zuschneiden, sodass die einzelnen Teile ein dreidimensionales Objekt ergeben. Meist sind das Boxen oder Kisten. Die Konstruktion dieser Kisten ist jedoch gar nicht so leicht, besonders wenn noch eine Verzahnung dazu kommt. Boxgeneratoren nehmen uns die Arbeit ab und erstellen uns unsere Boxen. Im Internet gibt es eine Vielzahl von Seiten, auf denen man sich solche Baupläne generieren lassen kann. Aber was können sie? Und welcher der Boxgeneratoren ist eigentlich der beste? Im heutigen Video werde ich euch 5 verschiedene Webseiten vorstellen und nach verschiedenen Kriterien bewerten. So habt ihr dann eine gute Orientierung, welcher Boxgenerator der beste für euer Projekt ist. Also, viel Spaß mit dem Video! Was Boxgeneratoren sind, habe ich euch ja schon erklärt. Schauen wir uns kurz an, auf was ich bei der Bewertung besonders achte und welche Begrifflichkeiten man kennen sollte. Als erstes schaue ich mir an, wie viele Boxen wir generieren lassen können. Wie groß ist die Auswahl? Welche unterschiedlichen Boxen gibt es? Außerdem bewerte ich die Bedienbarkeit. Ist die Seite logisch aufgebaut? Kommt man schnell zum Ergebnis? Oder braucht man doch etwas Zeit, um sich reinzufuchsen? Wichtig finde ich außerdem auch noch, in welchen Sprachen die Seite angeboten wird und welche Dateiformate sich exportieren lassen. Der Preis spielt keine allzu große Rolle, da alle bis auf einen Generator komplett kostenlos sind. Ich werde für jedes Kriterium bis zu 3 Sterne vergeben, je nachdem, wie gut ich die Umsetzung finde. Bedenkt auch, dass diese Bewertung natürlich subjektiv ist und ihr dürft gerne eine andere Meinung haben. Oder vielleicht kennt ihr auch noch andere Boxgeneratoren, die ihr sehr viel besser findet. Wenn dem so ist, dann schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Nun kurz zu ein paar Worterklärungen. Die Bezeichnungen unterscheiden sich je nach Website und natürlich spielt hier auch wieder die Sprache mit rein. Einige Generatoren übersetzen uns die Fachbegriffe gut, andere weniger. Als Curve oder Burn wird die Schnittbreite des Lasers bezeichnet. Der Generator kompensiert diese Schnittbreite dann. Wählt man die Zahl zu hoch, kann es passieren, dass die Verzahnung zu eng ist und die Teile nicht ineinander passen. Bei optimal gewähltem Curve-Faktor haben die Teile einen guten Sitz und halten sogar ohne Kleben. Das erfordert aber ein wenig Experimentieren und hängt natürlich auch ein bisschen vom gelaserten Material ab. Margin und Padding beschreiben den Platz außen um der Box und den Platz zwischen den einzelnen Boxteilen. Ich belasse diese Werte meist auf dem Standard, weil ich grundsätzlich nach dem Download die Datei in Illustrator oder auch einem anderen Vektorprogramm öffne und die Anordnung der Teile auf der Platte optimiere und auch die Schnittlinien stärker anpasse. Denn obwohl ich bei einigen Generatoren ein Feld gefunden habe, in welches man die Strichstärke, also Stroke, eingeben kann, so hat das bei mir leider nicht funktioniert. Und lieber wir kontrollieren es einmal mehr, als dann beim Lasern nicht zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Gehen wir nun direkt rein in unseren ersten Boxgenerator. Die Startseite von boxes.pi zeigt uns gleich die große Auswahl an verschiedenen Kisten oder auch anderen Bauteilen. Um einen kurzen Einblick zu bekommen, was sich hinter den Bezeichnungen verbirgt, gibt es kleine Vorschaubilder. Beim Klick auf eine Kategorie bekommen wir alle Boxtypen aufgelistet, teilweise mit Bild, teilweise ohne. Auch abgerundete Kanten sind möglich. Durch ein spezielles Muster ist es möglich, dass die normalerweise stabilen Platten biegsam werden. So entstehen noch individuellere und spannendere Kisten. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, die Texte sind größtenteils in Deutsch, aber hier und da ist die Übersetzung nicht ganz optimal oder auch einfach nicht ausgeführt worden. Ganz unten auf der Seite könnt ihr die Sprache wählen. Wir haben die Auswahl zwischen Deutsch, Englisch, Französisch oder Chinesisch. Wobei man eben sagen muss, dass alles bis auf Deutsch eben nur teilweise übersetzt ist. Für den Anfang wählen wir hier einfach mal die Simple Box und gelangen nun ins Einstellungsfenster. Hier können wir unsere Box nun individualisieren.
Das Wichtigste sind natürlich erstmal die Außenmaße unserer Box. Ihr könnt das Ganze auch auf Innenmaße umstellen. Wichtig ist aber eben, diese Dimension einzugeben. Hinter jedem Wert findet ihr eine kurze Erklärung zu diesem. Dieses Dropdown-Menü gibt uns die Möglichkeit, die Verzahnung auf der Unterseite der Box extra einzustellen. Da hier die Erklärung etwas spärlich ist und man sich nicht immer was darunter vorstellen kann, empfehle ich euch einfach zwischendurch auf Erzeugen oder im Englischen halt Generate zu klicken, um den Bauplan mit der aktuellen Einstellung zu sehen. So lernt ihr schnell, welche Option ihr am besten benötigt. Nachdem wir die Einstellung zur Geometrie unserer Box gemacht haben, kommen wir zu den Standardeinstellungen. Einer der wichtigsten Punkte bei jedem Generator ist die Angabe der Materialdicke, denn damit berechnet sich die Breite der Verzahnung. Umso dicker das Material, umso tiefer müssen eben auch diese Schlitze sein, damit die Kanten bündig abschließen. Als nächstes sehen wir schon die vielzähligen Download-Varianten. Ich empfehle euch eine SVG oder DXF, wenn ihr direkt ein Vektorprogramm zur Verfügung habt. Sonst ist aber auch eine PDF ausreichend. Tabs oder hier auf Deutsch übersetzt Laschen interessieren uns beim Lasern nicht, da unsere Platte eben auf einer Unterlage liegt und nicht durch die Bewegung eines Fräsers gestört wird. Solltet ihr Boxgeneratoren nutzen, um das Ganze dann später zu fräsen, achtet darauf, Tabs einzustellen, die euer ausgeschnittenes Teil in Position halten. Mehr zum Thema Tabs und ihren Funktionen findet ihr im Video zum Thema Fräsen. Die Referenzbox empfehle ich, so könnt ihr nämlich schnell kontrollieren, ob der Export erfolgreich war oder ob es beim Download zu einer Skalierung der Zeichenfläche gekommen ist. Burn ist, wie in der Worterklärung schon mal gesagt, die Anpassung an die Laserdicke. Umso höher der Wert gewählt wird, umso fester sitzen die Teile ineinander. Ich wähle hier gerne 0. Also keine Korrektur, da ich sonst oft nachschleifen musste. Und dann klebe ich lieber ein wenig. Neben den Standardeinstellungen gibt es auch noch weitere Einstellungen, beispielsweise für die Verzahnung oder auch für einen Deckel. Diese Einstellungen sind sehr umfangreich und man benötigt etwas Zeit, um jede Option zu verstehen und gezielt anzuwenden. Probiert euch da aber gerne einfach mal aus. Habt ihr alle Aspekte eurer Box eingestellt, so könnt ihr euch die erzeugte Datei abspeichern. Ich öffne die Datei anschließend in Illustrator und platziere die einzelnen Teile der Box und passe die Linienstärke sowie die Farbe an, um ein optimales Laserergebnis zu erhalten. Für weitere Tutorials rund um Illustrator schaut euch gerne unsere Videos an. Sollten die Einzelteile der Box noch nicht kopiert sein, so hole ich das nach und passe die Zeichenfläche auf meine Materialgröße an. So kann ich die Anordnung der Teile platzsparend vornehmen. Vielleicht arbeitet ihr auch mit Restmaterialien und könnt so euer Material optimal ausnutzen. Wir kontrollieren natürlich nochmal unsere Referenzbox und löschen sie danach. Nun könnt ihr eure Box nochmal weiter individualisieren, beispielsweise mit Grafiken, Text oder Bildern, die graviert werden sollen, oder auch Ausschnitte oder andere Elemente, die geschnitten werden sollen. Wir haben durch den Boxgenerator hier einfach eine gute Basis bekommen. Diese Bearbeitung in Illustrator und die Möglichkeiten zur Individualisierung sind bei allen Generatoren sehr, sehr ähnlich. Und ich werde diese für die nächsten Webseiten etwas kürzer halten. Wundert euch dabei nicht. Die zweite Seite, die ich euch vorstellen will, ist Maker Case. Schon am Anfang sieht man, dass diese Seite sehr übersichtlich gestaltet ist. Wir haben drei verschiedene Hauptboxentypen und eine Setzkastenvorlage. Neben einfach quadratischen Boxen gibt es auch eine Polygonbox, bei der ihr die Anzahl der Seitenflächen selbst bestimmen könnt, und eine Box mit abgerundeten Ecken. Als Beispiel wähle ich wieder die Basic Box.
Mittig sehen wir eine aktuelle Vorschau unseres Designs und links die Einstellungsmöglichkeiten. Diese sind nicht übermäßige, aber auf jeden Fall ausreichend. Wir können einfach zwischen Zoll und Millimeter wechseln und sowohl Außen- als auch Innenmaße angeben. Auch hier wird wieder die Materialstärke abgefragt. Solltet ihr ein spezielles Maß haben, könnt ihr dieses über den Punkt Eigene Materialstärke eingeben. Achtet darauf, mit dem Punkt anstatt dem Komma zu arbeiten. Außerdem wählen wir aus, ob wir einen Deckel haben wollen oder die Box oben offen sein soll. Beim letzten Punkt geben wir noch an, wie unsere Kanten gestaltet werden sollen. Ich empfehle euch gezinkt, da das Zusammenbauen der Box so um einiges einfacher ist. Auch das Anpassen der Zinkenbreite ist hier sehr einfach über einen Schieberegler gelöst. Eine Vorlage, um Schrauben einzusetzen, gibt es ebenfalls. Vor dem Download haben wir nun die Möglichkeit, unsere Zeichnung an unsere Bedürfnisse anzupassen. Die Beschriftung der Einzelteile könnt ihr auch ausstellen. Gerade wenn die Einzelteile aber alle ähnlich aussehen, ist es vielleicht doch ganz gut, noch die Beschriftung zu haben. Löschen kann man die meist ja dann doch recht schnell. Ich empfehle euch, das Layout auf Einzeln zu stellen, damit ihr die Teile unabhängig voneinander bewegen könnt. Im zweiten Tab könnt ihr die Strichstärke angeben. Bei mir hat es jedoch keine Auswirkungen gehabt. Sicherer ist es, diesen Punkt auf jeden Fall vor dem Lasern nochmal im Vektorprogramm zu kontrollieren. Außerdem können die Farben eingestellt werden. Habe ich vergessen, beziehungsweise nicht gemacht, da ich ja eh noch die Anpassung in Illustrator vornehme. Der letzte Tab ist vor allem dann relevant, wenn ihr die Box mit einer Fräse herstellen wollt. Ihr könnt hier die Schnittbreitenkompensation eingeben oder sogar auch Freistriche generieren lassen. Dafür gebt ihr dann den Fräserdurchmesser an und die Ecken werden freigeschnitten, sodass ihr auch eine optimal zusammenpassende, gefräste Box bekommt. Die SVG lade ich wieder herunter und öffne sie in Illustrator. MakerCase gruppiert alle Einzelteile zusammen. Um diese einzeln bewegen zu können, müssen wir die Gruppierungen lösen. Ihr solltet vor dem Lasern auf jeden Fall die Beschriftung der Teile löschen, sonst werden diese graviert. Auch hier gilt wieder, ihr könnt die Box nun noch weiter anpassen, sei es mit Gravuren oder Ausschnitten. Achtet aber auf jeden Fall immer darauf, die Box nicht in ihrer Größe zu verändern. Die Einzelteile passen sonst nicht mehr zueinander. Sehr schön finde ich bei MakerCase die Live-Vorschau. So seht ihr immer direkt, welche Auswirkungen die Änderung einer Einstellung hat. Ich zeige euch hier nochmal kurz so eine abgerundete Box und das dann generierte Muster, um einen Teil der Platte beweglich zu machen. Unsere dritte Seite heißt fragdenspatz.de. Optisch ist die Seite nicht sehr modern, doch lassen wir uns nicht von der Optik beeinflussen. Der Boxgenerator von Frag den Spatz ist mit insgesamt 63 verschiedenen Designs, jedenfalls aktuell, sehr umfangreich, aber auch eben der einzige, der nicht komplett kostenfrei ist. Das einfache Boxdesign ist frei herunterzuladen. Für alle anderen benötigt man einen Nutzernamen und ein Passwort. Dies kann man aktuell für 13 Euro im Jahr bekommen. Aber auch ohne Account ist es möglich, viele der Optionen einfach mal auszuprobieren und sich dann erst zu entscheiden, ob man das benötigt oder nicht. Die Seite unterscheidet zwischen den vorgefertigten Holzschachteln und einem komplett individuellen Boxdesigner. Im ersten Punkt könnt ihr eines von diesen 63 Designs wählen und anpassen. Oben gibt es immer ein Vorschaubild und darunter könnt ihr die Maße eurer Box eingeben. Außerdem auch, wie breit die Verzahnung sein soll, also diese einzelnen Zinken. Die Materialdicke ist ebenfalls von großer Bedeutung und außerdem wird die Schnittbreitenkompensation, hier Curve genannt, abgefragt. Je nach Art der Box werden auch die ausgegrauten Felder noch aktiviert. Wenn wir mit den Einstellungen fertig sind, können wir das Fenster einfach schließen und unser Bauplan wird automatisch in das Hauptfenster übertragen. Anschließend gehen wir auf Download, geben einen Dateinamen ein und den Usernamen sowie das Passwort, welches am Anfang der Seite stand.
ich wähle hier eine SVG-Datei und öffne sie dann eben wieder in Illustrator. Wie schon bei allen anderen Generatoren passe ich nun die Linienstärke sowie die Zeichenfläche an und positioniere die Einzelteile. Der Boxdesigner bietet euch die Möglichkeit, ganz eigene Formen zu zeichnen. Mir fehlt hierbei einfach nur die Möglichkeit, das auch wirklich nach akkuraten Maßen zu tun. Wie gesagt, schon praktisch, aber mir fehlen da halt vor allem die Maße. Vielleicht habe ich sie aber auch übersehen. Des Weiteren bietet euch fragdenspatz.de noch weitere individualisierte Vorlagen, wie beispielsweise Puzzle, Faltschachteln und Pop-up-Karten aus Papier, Zahnräder und vieles weitere. Das dann eben nur mit gekauftem Account. Kommen wir nun zu makeabox.io. Wieder haben wir eine sehr einfach gehaltene Startseite, auf der wir auch schon alle Einstellungen sehen. Als erstes stellen wir uns die Einheit auf Millimeter. Zoll sind aber auch mit einem Klick möglich. Anschließend kann man die Ausrichtung des Blattes wählen. Dies ist für uns eher unwichtig, da wir eh noch Anpassungen im Vektorprogramm vornehmen und dort dann eben auch noch die Ausrichtung unseres Materials bestimmen. Die Infobox ist ganz sinnvoll, wenn man sich zur gleichen Zeit verschiedene Boxen generieren lässt und diese schnell unterscheiden möchte. Im mittleren Kasten können wir die Maße unserer Box eingeben. Dabei sind die Maße hier die Innenmaße. Solltet ihr also mit den Außenmaßen arbeiten wollen, müsst ihr die Materialstärke zweimal abziehen. Dann können wir auch noch die Breite unserer Verzahnung angeben. Dieser Wert wird aber nicht immer exakt übernommen, sondern ist eher ein Richtwert. Unser letzter Kasten bietet uns noch Einstellungsmöglichkeiten rund um die Aufteilung und Anordnung der Teile auf dem Blatt. Bei Fragen zu den Fachbegriffen könnt ihr einfach auf das Fragezeichen an den Kästchen klicken und bekommt eine Erklärung zu den einzelnen Punkten. Curve setze ich wieder auf 0. Margin und Padding lasse ich auf den Standardwerten, da ich eh nochmal alles neu sortiere. Makeabox.io gibt eine Linienstärke an, die dann direkt mit dem Epilog-Laser korrespondieren soll. Probiert es aus. Bei mir hat es leider nicht geklappt. Wir können unsere Box hier nur als PDF herunterladen. Aber auch die PDF-Datei können wir ohne Probleme in Illustrator oder einem anderen Vektorprogramm öffnen und weiter bearbeiten. Hier seht ihr auch noch die Infobox mit allen wichtigen Angaben. Bei diesem Generator werden die Einzelteile nicht gruppiert. Dies solltet ihr also unbedingt machen, sonst kann es beim Verschieben der Teile schnell zum Verlust einzelner Linien kommen. Die Linienstärke passe ich noch an und weitere Individualisierungen sind auch ohne Probleme möglich. Da wir nun keine Möglichkeit hatten zu entscheiden, ob die Box geöffnet oder geschlossen sein soll, müssen wir etwas kreativ werden, wenn wir eine Box ohne Deckel haben wollen. Die Deckelplatte rauszulöschen ist jetzt erstmal das Einfachste dabei. Aber als nächstes müssen wir auch noch die oberen Verzahnungen löschen und durch einfache gerade Linien ersetzen. Dann können wir auch offene Boxen erstellen. Für einfache, geschlossene Boxen ist Makeabox.io aber vollkommen ausreichend und wirklich schnell zu erlernen. TemplateMaker.nl rutscht ein wenig aus der Reihe, wollte ich euch aber auf keinen Fall vorenthalten. Diese Seite ist nicht auf dicke Materialien wie Sperrholz oder Acryl spezialisiert, sondern auf Papier. Die Seite ist übersichtlich aufgebaut und ihr habt oben schon mal eine kleine Ansicht der Boxen so als Symbol. Und darunter auch zu jeder Kiste ein Beispielbild. Ich wähle hier als Beispiel mal eine einfache Box mit Deckel. Links sehen wir das mögliche Aussehen der Box, dann wirklich aus Papier, sowie eine Skizze mit Beschriftungen der einzelnen Elemente. Mittig können wir dann unsere Maße und Parameter eingeben. Rechts gibt es dann noch eine Live-Vorschau des Schnittplans. Legen wir los. Als erstes die Einheiten. Neben Zoll und Millimeter ist auch der Wechsel auf Zentimeter möglich.
Anschließend tragen wir die Maße ein. Unsere Box besteht aus zwei Teilen, dem Unterteil und dem Deckel. Die Höhe des Deckels kann man auch individuell bestimmen. Der Spielraum gibt an, wie viel Platz zwischen Boxunterteil und Deckel sein soll. Eine größere Zahl führt dazu, dass wir einen größeren Deckel haben, der dann sehr locker sitzt. Stellt diese Zahl mit Vorsicht und abhängig vom verwendeten Papier ein. Auch die Klebeflächengröße könnt ihr anpassen. Anfangs würde ich immer empfehlen, die Standardwerte zu nutzen. Wenn ihr damit gearbeitet habt und Anpassungsbedarf habt, dann kann man das immer noch ändern. Am Ende können wir noch einige Einstellungen zum Dokument machen. Beispielsweise den Rand außen und auch schon eine Auswahl der Seitengröße. Solltet ihr das Ganze mit einem Papierdrucker ausdrucken und dann per Hand zuschneiden und kleben wollen, ist es durchaus sinnvoll, hier eben A4 oder das entsprechend druckbare Format zu wählen. In meinem Fall passt die Box dann aber nicht auf das Blatt und ich bin ja auch etwas faul und lasse das lieber den Laser ausschneiden. Natürlich muss ich dann trotzdem noch beachten, was ich an Material zur Verfügung habe. Neben den Standardformaten PDF, SVG und DXF ist es auch möglich, diese Pläne im Creecard-Format herunterzuladen. Wer eines unserer letzten Videos geschaut hat, weiß, der Creecard ist ein Schneideplotter, der neben Folien auch Papier schneiden kann und mit einem speziellen Werkzeug auch Falzlinien erzeugt. Somit ist er natürlich perfekt geeignet, um uns Papier zurechtzuschneiden für Boxen. Wir können nun den Download starten und den Illustrator öffnen. Wir lösen die Gruppierungen auf und löschen die Infofelder. Anschließend müssen wir die Linienstärke anpassen. Außen, also in meinem Fall die roten Linien, sollten geschnitten werden und müssen auf 0,1 pt eingestellt werden. Die blauen inneren Linien sind unsere Hilfslinien zum Falzen. Diese gravieren wir. Die optimale Dicke sind hierfür 1 pt. Die letzte Seite, die ich euch zeigen will, heißt jeromeleary.com/laser. Dieser Generator ist wieder sehr schlicht gehalten. In dem Kasten links geben wir unsere Parameter ein und auf der Zeichenfläche wird uns eine Vorschau von dieser Kiste gegeben. Anfangen tun wir hier mit der Materialstärke. Weiter geht es mit den Abmaßen der Box. Durch die Live-Vorschau sehen wir mal direkt, was wir verändern. Die Maße der Box sind die Außenmaße. Benötigt ihr das Innenmaß, müsst ihr also rechnen. Ihr könnt die Breite der Verzahnung einfach über einen Regler einstellen. Dann habt ihr die Möglichkeit, zwischen offener und geschlossener Box zu unterscheiden. Außerdem gibt es eine Rahmeneinstellung. Die Live-Vorschau macht es euch leicht zu sehen, ob diese Art der Box euren Ansprüchen entspricht. Bei der offenen Box ist es außerdem möglich, Unterteilungen einzufügen. Sollte die Vorschau in dem Fall hängen, klickt ihr einfach auf Redraw und die Einstellung wird übernommen. Der letzte Punkt gibt euch noch die Möglichkeit, eine Kante anzuschrägen und so etwas wie eine Sichtlagerbox zu erstellen. Das Tool bietet uns also trotz seiner offensichtlichen Schlichtheit recht viele Boxvarianten. Nun speichern wir das Ganze als DXF. Leider hat meine Illustrator-Version Probleme mit dem DXF-Export dieser Seite, obwohl sonst DXF-Dateien problemlos möglich sind. Vermutlich liegt es an der verwendeten DXF-Version. Um trotzdem an unsere Datei zu kommen, gehe ich den Umweg über SolidWorks. Dort lässt sich nämlich die DXF-Datei öffnen und ich kann sie nun nochmal neu abspeichern. Beim Importieren der DXF in Illustrator werden wir nach einer Skalierung gefragt. Gebt dort immer Originalgröße an, um Verzerrungen und Probleme mit der Größe zu vermeiden. Wir müssen nun noch die Einzelteile gruppieren und ich würde auf jeden Fall nochmal kontrollieren, ob die Maße ungefähr passen. Durch das Hin und Her mit den Formaten kann es leicht mal zu Problemen kommen. Auf der Hauptseite gibt es noch weitere spannende Tools und Generatoren, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. Beispielsweise gibt es einen Slicer, der aus 3D-Modellen einzelne Schichten macht, die wir dann lasern und zusammenkleben können. Auch einen Generator für CNC-Programmierung gibt es, sowie einen Zahnradgenerator.
Die Herstellung der Boxen erfolgt mit dem Lasercutter. Wir nutzen 3 mm MDF. Acryl oder andere schneidbare Materialien funktionieren aber auch problemlos. Außerdem noch das 300 Gramm Papier für die Faltschachtel. Wie ihr den Laser bedient, seht ihr in unseren anderen Videos. Ich habe es euch mal verlinkt. Nach der Einrichtung können wir mit dem Lasern starten. Auch das Papier wird gelasert. Wenn alle Teile fertig sind, geht es ans Zusammenbauen. Ich empfehle euch Holzleim sowie Wattestäbchen zum Auftragen des Klebers. Nutzt den Kleber sparsam und, kleiner Tipp von mir, immer nur an den inneren Bereich der Fingerzinken auftragen. So ist der Kleber an der richtigen Stelle. Kommen wir nun zu der Bewertung der einzelnen Tools nach meinen vorher festgelegten Kriterien. Boxes.pi bekommt aufgrund der wirklich großen Auswahl an Varianten 3 Sterne in dieser Kategorie. Dafür ist das Tool aber sehr umfangreich und die vielen Einstellungsmöglichkeiten machen es Einsteigern nicht so leicht. Volle Punktzahl aber dafür, dass es ein kostenloses Tool ist. Auch die Auswahl an Sprachen ist schon ziemlich gut. Ein paar Punkte sind noch nicht optimal übersetzt, 2 Punkte dafür. Die Auswahl an Exportvarianten ist mehr als ausreichend. Volle Punktzahl. Maker Case bietet weniger Varianten an Boxen, aber immer noch viele Möglichkeiten. Dafür habe ich 2 Sterne verteilt. In der Bedienbarkeit ist Maker Case ungeschlagen. Man kann durch die Live-Vorschau immer sehen, was man verändert und es gibt nicht zu viele Parameter. Mit einer großen Palette von Sprachen ist dieses Tool für alle bedienbar. Beim Export kann man nur zwischen SVG und DXF wählen. Gerade PDF finde ich immer ganz sinnvoll für alle, die kein Vektorprogramm zur Verfügung haben. Machen wir weiter mit fragdenspatz.de. Bei der Auswahl würde ich 3 Sterne geben, aber beim Preis dafür nur 1. Nicht, weil ich 13 Euro im Jahr zu viel finde. Nur weil ich es im Vergleich zu den anderen Generatoren setzen muss. Lasse ich den Preis als Kriterium heraus, so würde ich bei der Auswahl nur 1 Stern geben. Die Bedienbarkeit finde ich eher mittelmäßig.
Es ist nicht so intuitiv wie die anderen Programme. Fragdenspatz.de ist in Englisch und Deutsch verfügbar und bietet die drei wichtigsten Exportformate. Die Auswahl bei makeabox.io ist sehr eingeschränkt. Wir können lediglich einen Typ Box erstellen und dabei auch keinerlei Varianten, also mit Deckel oder ohne Deckel. Dafür ist diese Website sehr übersichtlich gestaltet und bietet gute Hilfefelder, ist leicht und verständlich zu bedienen. Gerade für Anfänger finde ich diese sehr gut. makeabox.de gibt es nur in Englisch und der Export ist auch nur als PDF möglich. Template Maker als kleiner Sonderfall bietet viele verschiedene Formen an Papierschachteln und überrascht damit total. Trotz dieser Vielfalt ist es gut zu bedienen. Neben Sprachen wie Englisch, Deutsch, Französisch oder Spanisch könnt ihr Template Maker auch in Dänisch, Indonesisch, Ungarisch und vielen weiteren benutzen. Dass wir neben den Standardformaten PDF, DXF und SVG auch im Creecode-Format exportieren können, finde ich gerade beim Thema Faltschachteln aus Papier sehr praktisch. Der Seite jeromeleary.com gebe ich für die Auswahl 2 Sterne. Es gibt zwar nur eine Boxform, diese kann jedoch durch so viele Optionen verändert und angepasst werden, dass wir doch wieder bei einigen verschiedenen Boxen landen. Durch die Live-Vorschau sieht man schnell, was man macht. Hier und da fehlen mir aber Erklärungen zu den Parametern. Die Seite gibt es außerdem nur in Englisch und für den Export kann ich leider nur 1 Stern geben, da erstens nur DXF möglich ist und dieses scheinbar schon veraltet, sodass meine Illustrator-Version diese nicht mehr lesen kann und ich einen Umweg gehen musste. Das ist natürlich nicht sehr komfortabel. Nun das Ergebnis meiner Einschätzung. Vollkommen überrascht hat mich Template Maker, welches ich erst durch die Recherche zu diesem Video gefunden habe und was ich ab jetzt nun auch häufiger nutzen werde. Nehmen wir dieses aus der Bewertung heraus, haben wir MakerCase mit 13 von 15 möglichen Punkten auf Platz 1 und Boxes.pi auf Platz 2. Mit diesen beiden Tools kommt man meiner Meinung nach zu jeder erdenklichen Box. MakerCase sticht durch die leichte Bedienung und die Live-Vorschau gerade für Beginner ins Auge. Boxes.pi bietet dafür unendliche Möglichkeiten zur Anpassung und wenn man sich etwas länger mit der Seite befasst, könnt ihr hier sicher gut mit zurechtkommen. Schaut euch aber auch die anderen Webseiten an und entscheidet selber, welche euch am besten gefällt. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieser kleine Vergleich hat euch geholfen. Habt ihr noch Anregungen oder weitere Tools, die man im Maker-Alltag gebrauchen kann? Schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Viel Spaß beim Boxen generieren und wir sehen uns am Mittwoch zum Open Lab Day.